Hallo und herzlich willkommen zu meiner astrologischen Vorhersage für die Jupiter-Uranus-Konjunktion in 21 Grad Stier, die wir dieses Jahr am 21. April 2024 haben werden. Es ist das astrologische Ereignis, über das schon lange gesprochen wird, gerade wenn wir von 2024 sprechen, eines der größten Ereignisse. Es ist so vom Timing eigentlich, ja, kommen diese beiden Planeten alle 14 Jahre zusammen. Aber im Zeichen des Stiers natürlich nicht so oft. Das liegt daran, dass der Uranus ganz schön lange braucht, um ein Tierkreiszeichen auch zu wechseln. Also um genau zu nehmen, hatten wir diese Konjunktion 1941. Und natürlich gibt uns das so ein Gefühl für zeitliche Geschehnisse, Weltgeschehnisse, um das auch so ein bisschen einzuordnen, in welcher Dynamik oder Größen, also in welchem Rahmen wir uns vielleicht auch bewegen an den Wendepunkten, die wir mit diesem Jahr auch dann der Geschichte sehen können. Das ist etwas, wo ich natürlich vor allem für dich persönlich möchte, dass du weißt, was du damit erwarten kannst. Also ja, es gibt auch die Vorhersage für jedes einzelne Tierkreiszeichen im Anschluss, aber es gibt auch allgemein kollektive Energien, Ereignisse, Themen, die mit dieser Konjunktion sozusagen aufkommen können. Aber oder und. Es ist wichtig, dass du weißt, solche Zeiten müssen nicht an dem Tag passieren. Alles, was ich hier sage, kann sich vor allem auch über das Jahr entwickeln. Und es bedarf natürlich auch gewisser Bewusstheit, Achtsamkeit, vor allem das Potenzial, was sich mit diesen plötzlichen Wendungen, Ereignissen und auch Wachstum kommen kann. Das ist Jupiter, Uranus, Stier. Das brechen wir heute alle auf. Wen wird das am stärksten betreffen? Ja, natürlich Stier. Wenn du was zwischen, sagen wir mal, 18 bis 24 Grad in Stier hast, Sonne, Mond, Aszendent, dann ist das sehr bedeutsam für dich. Ich denke, dass auch vor allem alle Jupiter-regierten Tierkreiszeichen sowohl auch Uranus regiert, also Wassermann, Schütze und Fische, diese Konjunktion auf persönlicher Ebene spüren werden. Das ist euer Horoskop-Herrscher. Das ist ein ziemlich starker Aspekt, also schau gerne nochmal auf die Gradzahlen, ob du das selber auch in persönlichen Planeten hast. Zudem, wer wird davon, ja, sag ich mal, positiv unterstützt? Das sind alle Wasser- und Erdzeichen, das heißt neben dem Stier auch natürlich unsere Jungfrau und der Steinbock, sowie auch Wasser als Sextil unterstützend für Krebs, Fische und, ach, Fische hatte ich schon genannt, also Krebs und Skorpion für euch auch unterstützende Energie. Wer so ein bisschen herausgefordert wird, ist ja Wassermann, das ist eines der großen Transite für euch dieses Jahr, gehe ich davon aus. Aber die fixen Tierkreiszeichen, das heißt Skorpion, das ist ein bisschen anstrengend für euch. Ebenso für, wer ist noch fix? Stier hatte ich, Wassermann, Skorpion, Löwe. Ja, das heißt, für euch wird es ein bisschen herausfordernd. Gerade wenn du die Gradzahlen hast, das ist ein Spannungsaspekt, Quadrate, Stier, beziehungsweise fixe Energie. Wir wollen uns nicht verändern und Uranus wird auf jeden Fall Änderungen bringen und Jupiter macht sie auch sehr groß, sehr bedeutsam. Also das sind alles so Sachen in Anführungsstrichen. Guck wirklich nochmal in dein eigenes persönliches Horoskop. Ich gebe dir gerne jetzt erstmal die allgemeinen Energien mit. Und wenn du mich jetzt noch nicht kennst, hallo, ich bin Hanna. Für alle, die mich schon kennen, die wissen genau, mir geht es darum, dass wir Astrologie lernen, verstehen, aber auch fühlen. Also auch, dass du ein Gefühl für deine Astrologie bekommst oder auch die allgemeinen Energien, die du in dem Leben von anderen Menschen vielleicht auch sehen und wahrnehmen kannst, wenn es zum Beispiel dich persönlich gerade nicht betrifft. Das heißt, das ist so ein bisschen wie beim Bingo, haben wir gewisse Gradzahlen, kann das sein, dass das in deinem Leben gerade ein sehr bedeutsamer Transit ist und somit auch ein Wendepunkt in deinem Leben darstellen kann. Wenn du jetzt interessiert bist, was so allgemein das Jahr noch für dich mitbringen kann, habe ich auch allgemeine Vorhersagen für das Jahr 2024 gebracht. Dort ist also aufgezählt, was du mit den Energien und den Transiten selber erwarten kannst, wo es gewisse Potenziale gibt, vielleicht auch Herausforderungen und allgemeine Themen, die dir begegnen können. Das ist etwas, was du auf meiner Website nachgucken kannst. Da ist momentan auch ein Gutscheincode, weil wir bald 30.000 Follower haben. Also, wenn da noch Termine frei sind, kannst du gerne mal gucken. Mit dem Code Dankeschön30 kriegst du 30% auf ein persönliches Reading mit mir. Das mache ich als Dankeschön eben für meine treuen Follower und die Unterstützung.
Und du bekommst aber auch eben die allgemeine Vorhersage vergünstigt in dieser Zeit. Also schau gerne mal auf meiner Website nach, wenn dir vor allem der Content hier gefällt. Also auch im Laufe des Videos, wenn du merkst, ah, das ist irgendwie stimmig, was die Hanna sagt, kannst du da gerne mal gucken und vielleicht noch so mehr erfahren, was eben für dich kommen kann mit der Astrologie. So, wir gucken mal rein. Ja, das ist. Ich breche es auf. Das heißt, wir gucken uns bei solchen Ereignissen immer an, wer ist der Herrscherplanet dieser Konjunktion. Also wir haben Stierenergie, das heißt, die Venus wird sehr wichtig. Wir gucken auch, in welchen Aspekten steht sie. Also wir haben zum Beispiel ein Sextil zu unserer Fische-Energie. Dann haben wir auch Gradzahlen und das ist etwas, was ich neu auch in meiner eigenen Deutung mit einbeziehe. 9 und 21 Grad, das ist in der Astrologie ein Schützegrad. Und Schütze, der steht für Wachstum, Erweiterung. Das ist unser Philosoph. Da geht es um Glauben, Spiritualität. Da geht es wirklich um die Wahrheit finden, auch vielleicht auch dem Reisen und den Abenteuern und einer gewissen Offenheit. Also es ist wirklich das Wachstum, was wir mit dem Schützen anstreben, vor allem auf geistiger Wissensebene. Und ja, dann geben wir das mit einer Jupiter-Konjunktion. Heißt, wir haben eine sehr starke Energie davon. Ja, es geht um Wachstum, physisch, mental, vielleicht aber auch, wie kann ich das sagen, Ressourcen. Das ist das, was wir vor allem mit dem Stier assoziieren. Also beim Stier, da geht es um den Besitz, sowohl materiell als auch die Ressourcen an Talenten, die ich habe. Also es geht um meine Werte für das, was ich gerne Geld ausgebe, wie ich mein Geld verdiene, aber auch dann gleichzeitig, was ich mir selber wert bin. Und dann haben wir noch einen Planeten, der heißt Uranus. Und Uranus kommt gerne mit Veränderungen, die aber vor allem meist chaotisch und plötzlich kommen, weil er so eine ganz Unruhe, der hat manchmal sowas, der hat sowas Elektrisches, weil der möchte vor allem sich frei machen, der möchte Neues bringen, der ist sehr innovativ, sehr geistreich. Aber das ist für den einen oder anderen manchmal herausfordernd, weil es so plötzlich kommt. Und da ist so ein ganz starker Drang nach nicht folgen wollen, nach ausbrechen, nach den Dingen anders betrachten, um sozusagen Raum für Neues zu schaffen. Da geht es viel um Innovation eben, um neue Ideen, um die Zukunft, was für den einen oder anderen manchmal aber auch als Energie sehr unerwartet und anders sich anfühlen kann. Und das ist so die bunte Mischung, die wir also mit dieser alleine Energie haben. 21 Grad Schütze, es ist groß, es geht um Wachstum. Auch beim Stier geht es um physischen Besitz, Geld, aber sowohl auch in unserem Selbstwert. Also plötzliches Wachstum, plötzliche Möglichkeit, plötzliche Chancen, reich zu werden, sich gut zu fühlen, stabil zu werden, aber vielleicht auch Änderungen in diesem Bereich vorzunehmen. Also es kann plötzliche Wendungen, plötzlicher Fortschritt geben, neue Ideen, neue Perspektiven, wie wir eben auch mit Stier Erde, Element Erde umgehen. Das heißt, wirklich physisch sehen wir, wir müssen kein Astrologe dafür sein, dass wir merken, das Thema ist gerade da, die Erde, unsere Ressourcen, wie gehen wir damit um? Unsere Ressourcen sind begrenzt. Gibt es also neue Möglichkeiten, innovativ unsere Ressourcen bestmöglich zu nutzen, uns auch mit uns zu stützen? Also wie wir uns fühlen in unserem physischen Körper. Also es geht beim Stier auch immer um die Ernährung, was wir zu uns führen, wie wir unseren Körper auch wertschätzen. Also sich das gut fühlen im Körper. Wir merken, es geht viel um Health and Wellness. Also es geht viel um Ernährung. Vielleicht auch innovative Ansätze, Ernährung, wie können wir die ganze Menschheit überhaupt ernähren? Also große, große Fortschritte sind möglich zu diesem Zeitpunkt oder auch innerhalb dieses Jahres werden wir große bezüglich dieser Themen sehen. Also in der Landwirtschaft, in dem, wie wir eben mit der Erde umgehen, mit unseren Ressourcen. Aber Stier, das ist auch wirklich nochmal, da gibt es so eine Venus-Komponente. Also es geht um schöne Dinge, es geht um Kunst und Musik. Also auch solche Themen können extreme Fortschritte machen in diesem Jahr. Also es können große Erneuerungen geben, sag ich mal. Große Erfindungen vielleicht auch und eben auch plötzliche Überraschungen in unserem eigenen Leben herbeirufen. Also so eine Konjunktion, das ist in der Astrologie das heißt Konjunktion, da kommen zum Beispiel zwei Energien zusammen, also zu einem Punkt auf genauer Gradzahl, das ist das, wo ich die Uhrzeit auch genannt hatte, irgendwann nachts.
Und es bedeutet einfach, die Energie potenziert sich. Und dadurch, dass das zwei Planeten sind, die sehr viel Energie haben, der eine macht groß, der andere geht nach oben, das ist wirklich ja, geballte Energie, die da stattfindet. Also es geht um Wachstum, wie ich gesagt hatte, und auch einen gewissen Fortschritt. Und da gibt es aber so ein bisschen widersprüchliche Energie, die wir in dem Tierkreiszeichen Stier haben, weil da geht es um ein gewisses sich erden, da geht es um sich sicher fühlen, da geht es sich um sich stabil fühlen. Also ist es schon auch ein Wunsch, dort Neuerungen zu erfahren. Wie kann ich mich wieder sicher fühlen, stabil fühlen? Wie kann ich für mich sorgen? Also wir werden auch wahrscheinlich große Fortschritte sehen in bezüglich dessen, wie ich mein eigenes Geld auch verdiene. Eine gewisse Selbstständigkeit. Also wir sehen einen Zuwachs an Menschen, die selbstständig arbeiten wollen. Auch wirklich dieses Erneuern, wie gehe ich mit Geld um? Also der ganze Geldbereich, das ist auch wieder was. Müssen wir kein Astrologe für sein, dass das ganz klar in den Nachrichten steht, wird es kommen. Digitales Geld. Wir merken, es geht immer weiter darum, dass wir vielleicht nur noch mit unserem Handy bezahlen oder mit unserer Uhr. Wer hätte das mal vor ein paar Jahren gedacht, dass du an der Kasse stehen kannst und mit deiner Uhr zahlen kannst? Ja, es geht sicherlich, wir werden weitere Fortschritte sehen bezüglich dessen. Also sicherlich Krypto, Finanzmarkt, große Umverteilung der Ressourcen, Umverteilung der Banken, erneuerbare Energien. Ja, ich denke, wir müssen alle offen sein, weil Veränderungen kommen, Wachstum kommt. Und dann möchtest du natürlich auch verstehen, wie kann ich die vielleicht auch bestmöglich nutzen. Das ist etwas, was eben vor allem für dein persönliches Tierkreiszeichen du nochmal dir dann auch anhören kannst. Du wirst aber sehen, dass diese allgemeinen Energien eben, ja, nicht, dass es an dem Tag dann die Nachricht rauskommt in der Zeitung, oh, ab sofort wird es nur noch Krypto geben. Das nicht. Aber du merkst, dass es so der Neubeginn ist. Also es kann auch in deinem Leben der Zeitpunkt sein, ab dem dann in den folgenden Wochen, Monaten Dinge kommen können und wirklich auch physisch an Wachstum und Stabilität dir bringen. Der Zeitpunkt selbst kann aber eine gewisse Art von Überraschung sein, Wendepunkt sein, plötzlich und eben auch destabilisierend, weil das die Energie von Uranus ist. Ja, also technischer Durchbruch, das hatte ich auch schon gesagt. Also das Universum gefühlt pusht so ein bisschen unsere Grenzen der Vorstellungsmöglichkeiten auch, was wir jemals geglaubt haben, möglich ist. Das wird sich auf vielen Bereichen für uns Erneuerung geben, physisch, materiell, finanziell. Also eine Energie, die uns ermöglicht, neue Wege zu gehen und vor allem auch in deinem eigenen Leben. Das ist das, was er vor allem, was die beiden wirklich oder was diese Konjunktion bringen möchte, ist dir wirklich neue Wege eröffnen, neue Form von Sicherheit, neue Form von Stabilität, von neuem Selbstwertgefühl. Wir merken, da geht es wirklich viel um, ja, der Fokus wieder auf das Individuum und das sich gut fühlen. Aber natürlich ist das natürlich immer alles auch in der Verbindung zur Erde. Das ist eben das, was wir so ein bisschen auch verloren haben. Den Zugang zur Erde, den Zugang zu uns selbst und das Universum möchte uns gerade dabei unterstützen, wieder dort mehr in Kontakt zu kommen. Und deswegen ist das eigentlich für mich auch eine Konjunktion oder ein Zeitpunkt, der sehr, sehr vorteilhaft eben vor allem damit dafür unsere Umwelt sein kann, weil wir sicherlich bewusster mit Ressourcen umgehen werden wollen, klimaneutral, vielleicht Innovationen besser kommen werden, also auch die Beziehung zu unserer Erde. Wir sind in einer sehr starken Phase gewesen, wo wir nur genommen haben und nichts gegeben haben. Und aufgrund dessen sehen wir auch, die Erde gibt uns nichts mehr zurück oder sie ist begrenzt in dem. Also wir müssen auch wieder reingeben, damit wir etwas bekommen. Das ist dieses, die Erde ist so kraftvoll und wir alle wollen uns auch erden. Und auch gerade zu diesem Zeitpunkt kann es gut sein, du solltest versuchen, dich zu erden, in die Natur zu gehen. Das kann gewisse Nervosität auch hervorbringen. Hast du vor allem einen persönlichen Uranus-Transit gerade? Merkst du die Anspannung? Merkst du vielleicht eine gewisse Unruhe, eine Rastlosigkeit, sich freimachen wollen, Neues wollen? Und das geht sehr viel einfacher, wenn wir vor allem die Ruhe haben und uns auch wieder die Füße sozusagen in der Erde haben, die Hände in der Erde haben. Also zu dem Zeitpunkt würde ich dir auch empfehlen, dich mit der Erde zu verbinden, wenn du kannst, in die Natur gehen, spazieren gehen, ja, sich was Gutes tun, vor allem bezüglich was Nettes kochen, ganz bewusst was kochen. Das kann sehr genussvoll und sehr schön sein.
Ja, also unsere Erde hat alles, was wir brauchen, nur wir müssen ihr auch ein bisschen was zurückgeben und sie auch wieder unterstützen, denn wir sind ein Teil dieser Erde und momentan arbeiten wir eher dagegen. Und ja, das denke ich mal, wird immer mehr ja, ins Bewusstsein auch kommen, dass wir mit der Erde auch arbeiten können und mit uns ihr verbinden können und ihr vielleicht gar nicht so fern sind, sondern eben ein Teil von ihr sind. Eins der Dinge, was ich auch gedacht hatte, ja, soziale Strukturen können sich aufbrechen. Das ist vor allem die Uranus-Energie. Wir haben auch Pluto im Wassermann und der bringt ja auch wirklich wieder diese, sag ich mal, Power to the People. Also, wer hat die Macht? Neue Machtverteilung. Wir haben zu dieser Konjunktion ein Sonne-Quadrat Pluto. Das ist so der Aspekt, der wirklich nochmal so unterstreicht, hast du 2 Grad fixe Tierkreiszeichen, dann wirst du diesen Transit auch auf jeden Fall sehr intensiv wahrnehmen, weil du gerade sowieso persönlich einen Pluto-Transit hast. Wenn Pluto im Wassermann 2 Grad ist, hast du entweder eine Konjunktion, Opposition oder Quadrat zu Löwe, Stier oder nicht Wassermann, ja doch Wassermann und Skorpion. Das ist Herausforderung und da geht es um Transformation und da geht es um eine tiefe Transformation, die viel mit Authentizität zu tun hat. Das ist der Wassermann in Pluto. Wir alle wollen freier sein, wir wollen wieder uns auch mehr im Kollektiv sehen, also in der Gruppe. Das ist auch wieder sowas wie, wie können wir die Gruppe voranbringen, wo steht das Wohl der Gruppe hervor, aber auch ich in dieser Gruppe. Kann ich mich dort authentisch zeigen? Auch das, es geht viel um Authentizität innerhalb dieses Transits, sich freimachen von Konventionen, weil das ist Uranus. Er möchte, so wie der Wassermann, nicht gerne in eine Box gesteckt werden und er möchte nicht gerne in ein Muster passen. Er möchte gern anders sein und er beharrt da ganz, ganz stark drauf, dass er anders ist. Und aber auch dieses Akzeptanz, anders sein zu dürfen. Und ich glaube, auch das ist was, was mit dieser Uranus-Konjunktion kommt. Sich wieder gut fühlen, anders zu sein, aber auch vielleicht gar nicht unbedingt anders in dem Sinne, sondern mehr dieses authentisch sein und für mich auch ein bisschen dieses zurückzukommen zu dem, wer du eigentlich wirklich tief innerlich bist, zu dem Ursprung zurückzukommen, wer wir auch immer waren, als Mensch, als Individuum. Oder auch dieses sich verbinden wieder mit der Erde oder auch dieses Gruppengedanken, diesen Gruppengedanken wieder zu haben. Was dafür aber alles, um diese Zukunft zu verwirklichen, dorthin zu kommen, diese Vision von dieser schönen Welt vielleicht auch zu manifestieren oder ins Leben zu rufen, sind wir aber auch in einem kollektiven Umbruch, der vor allem ja viel mit wieder vielleicht einerseits Verantwortung übernehmen zu tun hat, aber auch durch das Durchbrechen von Mustern. Und diese Uranus-Konjunktion, ich habe es gesagt, sie findet im Zeichen des Stiers statt. Das heißt, in der Astrologie gucken wir auch, okay, wer ist der Regent dieses Tierkreiszeichens? Und das ist die liebe Venus. Das heißt, die ganze Story trägt sich eigentlich in unserem Widderbereich des Horoskops aus, also auch in deinem persönlichen Horoskop. Und da ist ja gerade ganz viel Wachstum und Heilung, weil wir sowohl den nördlichen Mondknoten haben, der steht für Wachstum, und auch Chiron, den verwundeten Heiler, und der steht für Heilung. Im Zeichen des Veders geht es um das sich selbst, also das Gefühl von Ich in dem Körpersein, in der Selbstbestimmtheit, in der Autonomität. Und da ist eine Venus in Widder sehr, sehr, sehr darauf beharrt, dass sie jetzt das kriegt, was sie will. Feuer, Widder, da sind wir impulsiv, da sind wir vor allem in einer Position, wo wir Führung übernehmen. Venus-Energie an sich ist eigentlich eher was Empfängliches, es ist ein weibliches Prinzip. Da geht es um das Empfangen, da geht es um ja, gar nicht so aktiv sein, sondern mehr zu sagen, ah ja, wie können wir die Harmonie und das Gleichgewicht wahren? Dadurch, dass unsere Venus aber im Zeichen des Stiers geht, gibt es wirklich eine ganz starke Betonung, zurückzukommen zu dem, was sich für dich gut anfühlt. Und natürlich ist es ein sich wieder mit dem Gegenüber verbinden, was aber auch bedeutet, dass du erstmal wieder dich mit dir verbinden musst, um zu wissen, was du eigentlich auch in deine Beziehung reinträgst. Und ist das nicht interessant, dass wir gerade erst eine Eklipse hatten in 19 Grad Widder und diese Jupiter-Uranus-Konjunktion, der Herrscherplanet unserer Venus, jetzt an dem gleichen Punkt steht in 19 Grad Widder. Sie steht also in Konjunktion mit Chiron, dem Heiler. Also auch das ist etwas, du kannst die Energie in diesem Monat in meiner Monatsvorhersage auch sehen, dass sie hier wirklich in Tagen unterteilt, wichtige Zeitpunkte,
in denen du dich auch im Laufe des Monats nochmal orientieren kannst. Also schau auch gerne da noch rein, wenn du das nicht getan hast. Das hilft immer so ein bisschen auch das Gefühl zu bekommen, wo bewege ich mich gerade in diesem Monat. Der ist an sich doch noch sehr Fische geprägt, deswegen haben wir so ein Gefühl von Unsicherheit, was sich dort so ein bisschen durchringen kann. Aber da ist wirklich diese Konjunktion so wie so ein Höhepunkt, wo wir merken, ich will das, ich möchte das und was muss ich vielleicht auch dafür loslassen? Ja, also unsere Widder Venus, die bringt mit einer Rückläufigkeit mit Merkur in Widder natürlich etwas, wo wir darüber nachdenken. Also Merkur, das ist unser Planet von unserem Geist, unserer Kommunikation. Wenn der rückläufig verläuft, gibt er uns immer Zeit, auch Dinge zu reflektieren, zu überarbeiten. Das heißt, erstmal merken wir das als Hindernis, als Missverständnis, als Verzögerung. Dinge passieren nicht so schnell. Und das heißt, auch den gesamten März, auch während dieser Jupiter-Uranus-Konjunktion, haben wir Zeit, Dinge zu überarbeiten, rückzublicken, neu vielleicht auch zu bewerten oder zu bearbeiten. Also du wirst nicht ganz klar vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt das Gefühl haben, dass du schon weißt, was passiert. Aber es gibt dir die Möglichkeit, neue Sichtweisen zu haben, vielleicht auch neue Eingebungen zu bekommen. Und dir selber so ein bisschen zu überlegen, okay, wie stehe ich denn zu Widderenergie? Mutig zu sein, selbstständig zu sein, neue Wege zu gehen oder auch Führung zu übernehmen. Und gar nicht Führung vielleicht über andere, sondern vielleicht auch Führung über mich und mein Leben und das, was ich möchte. Also das, was wir als Individuum wollen. Das ist unsere Venus in Widder Venus, die ist sehr, sehr, sehr beharrt darauf, das, was sie jetzt, wo sie sehr. Sie ist sehr feurig, sie ist sehr dynamisch, sie möchte Abenteuer erleben und das ist was, sie schreckt da nicht zurück vor dem Initiieren und dem Machen. Und das sind sicherlich Fragen, die dir aber auch im Laufe des Monats oder auch zu dieser Uranus-Konjunktion kommen können, die du reflektieren kannst. Was sind meine Werte? Werte auch vor allem eben Stierenergie. Was will ich? Wie will ich mich fühlen? Was möchte ich besitzen? Was kann ich auch tun? Was sind meine Talente? Das sind so Fragen, ich glaube, das ist alles sehr persönlich und du kannst dich damit auch verbinden. Da ist die Heilung, die wir auch mit der Eklipse sozusagen zu Beginn des Monats getriggert bekommen haben, eine gewisse Unsicherheit vielleicht auch. Aber ja, wir lösen da wirklich gerade karmisch einiges auf, dadurch, dass Venus eben in Widder steht, aber unseren südlichen Mondknoten in Waage regiert. Und wir da ja so ein bisschen auch geguckt haben, wie sieht das aus? Was sagen die anderen? Werde ich gemocht? Wird das angenommen? Ich möchte das sozusagen nicht alleine machen. Und das ist alles, was jetzt aufhört. Also Jupiter-Uranus möchte Wachstum, der möchte dir wirklich etwas bringen, der möchte dir Chancen geben, Möglichkeiten. Und wir selber müssen da aber auch gerade etwas heilen, um dorthin zu kommen, um uns das zu erlauben. Und es darf manchmal auch einfacher sein. Die Stierenergie ist sehr simpel. Da geht es um das, was du brauchst. Das geht es um Grundbedürfnisse. Da geht es um physisch-materielle Ebene, das, was sich für dich gut anfühlt, was dein physischer Körper auch braucht, wie es sich anfühlt, sich gesund und sicher in seinem eigenen Körper auch zu fühlen. Ja, wir haben aber so ein Cluster momentan in diesem Monat. Da gibt es eine geballte Energie eben in Widder an persönlichen Planeten wie Sonne, Venus, Merkur. Aber wir haben den Herrscherplaneten dieser Energie von Widder, ist wiederum unser Mars. Und Mars, der ist im Zeichen der Fische. Also auch wenn Jupiter-Uranus-Konjunktion unsere geballte Erdenergie ist, die Neues bringen möchte, haben wir immer noch einen Spieler, der sozusagen im Hintergrund die ganze Zeit so ein bisschen die Fäden zieht und der eigentlich so auch den Ton des gesamten Monats angibt. Und das ist Mars im Zeichen der Fische im Element Wasser. Und da geht es viel um unsere Intuition. Da geht es um Spiritualität. Da geht es weder um geradlinig jetzt genau das machen, was ich will, sondern da sind wir wirklich so von der Energie, gerade eben hatte ich es und jetzt habe ich es nicht mehr. Und das bedeutet auch, alles, was du da gerade an Neuerungen hast, an neuen Wünschen, an dem, was du dir manifestieren möchtest, es muss mit dir und deiner Seele und im spirituellen Einklang sein. Das ist das, was wir nicht mehr sozusagen ablehnen können. Da ist ein Teil in uns, der vor allem Mitgefühl möchte, der Mitgefühl für die anderen, aber auch mit uns selbst hat.
Das ist so ein bisschen das, je nachdem, ich sag mal so, wo wir im Spektrum auch stehen, ne? Sind wir sehr selbstbezogen, oder sind wir jemand, der sehr mitfühlend immer für andere sind, aber nicht so wirklich vielleicht auch so uns selber mal vergeben können. Ja, da gibt es ganz viel Schuldgefühle, die auch so im Laufe dieses Monats mitkommen können, von wegen, ach, ich habe es nicht gewusst. Ja, genau. Also es ist dieses, du konntest es nicht wissen oder es war dir nicht bewusst und dir aber auch selber dafür keine Schuld geben. Das sind so Sachen, Mars in Fische kann das gerne in uns hervorrufen. Was ich damit aber auch sagen möchte, ist, dass du innerhalb dieses Monats trotzdem vielleicht eine gewisse Limitierung spürst. Das ist diese Mars-Energie, sie ist nicht zielgerichtet. Wird irgendwie geleitet von etwas, was Höherem ist, also sehr kreativ, sehr inspirierend. Und wenn du weißt, wo du deine Verbindung zu deiner Mitte oder zu deinem Höheren findest, ist das etwas, wo du mit der Energie sehr gut arbeiten kannst. Und da geht es vor allem um etwas, was ja auch mit einem sich ergeben zu tun hat. Das heißt, wir müssen Opfer geben, wir dürfen etwas loslassen. Das heißt, wir haben Kontakte im Laufe des Monats von Mars mit Saturn, aber auch Neptun. Also sowohl Limitationen, Blockaden, aber auch die Verantwortung für solche vielleicht zu übernehmen, zu wissen, okay, da gibt es Ängste, die mich blockieren, Dinge, die ich auch loslassen muss. Und aber auch dieses Gefühl von Dinge lösen sich auf und auch dieses vielleicht eine Machtlosigkeit, ich möchte aufgeben, ich bin hilflos. Und ich glaube, da geht es viel darum, dass wir auf unsere Energie auch in diesem Monat achten müssen. Das heißt, du bist keine Maschine, du bist ein Mensch und du bist eine Seele. Und sicherlich ist der Teil deiner Seele noch sehr jung, vielleicht auch gerade erst erwacht. Und da gibt es ganz viel Mitgefühl, was wir für diese weiche, sanfte Seite auch haben müssen. Das heißt, auch hast du die ganze Energie in diesem Monat nicht. Erlaub es dir, Ruhe zu finden, dich in Meditation zu begeben. Und auch zu dieser Konjunktion kann extreme Unruhe auch hervorgehen, weil es Uranus ist. Der bringt Anspannung. Also es ist dieses, hast du deine Meditationspraxis? Hast du deine Self-Care-Praxis, die du bereits implementiert hast? Kannst du darauf zurückgreifen und deutlich leichter durch diese Zeiten durchgehen, weil du weißt, es geht um einen, ach, es ist ein Regenbogen. Leider, es ist ein so schöner großer Regenbogen vor meinem Fenster. Zeichen, Symbole, du wirst sie zu diesem Zeitpunkt sehen. Wenn du nicht glaubst, dass große Veränderungen an diesem Tag sichtbar für dich sind, keine Sorge. Sei achtsam und bewusst, was dir aber sich auch an Messages oder Nachrichten, Möglichkeiten, wo sich Türen öffnen, wo sich vielleicht auch nur ein kleines Fenster für dich öffnet. Das ist sowas, was ich glaube, was um diesen Zeitpunkt herum passieren kann oder auch eben in den Wochen darauf, wo wir vor allem ganz viel Energie haben, die dann in den Stier wandern wird, vor allem auch persönliche Planeten, die dann in Kontakt mit Jupiter und Uranus kommen. Für mich ist das dieser Tanz Wasser-Erde, hatte ich schon ein paar Mal angesprochen in meinen Vorhersagen, also der Tanz von Saturn im Zeichen der Fische mit einem gewissen Aufgeben, Loslassen, etwas beenden, etwas kann nicht mitgehen, aber auch Jupiter in Stier, Wachstum, Sicherheit, Stabilität. Das ist etwas, leiste ich die Arbeit, ist Wachstum möglich? Lasse ich etwas los, kann es mir eine neue Sicherheit und Stabilität in mir selbst geben? Dieses Sextil wird sich nun auflösen. Also ich hatte es gesagt, es hat uns wirklich die ersten 3 Monate begleitet. Das weitet sich jetzt nun. Aber es ist etwas, die Unterstützung ist da. Und jetzt kommt quasi so ein bisschen auch der Höhepunkt Jupiter-Uranus. Er bringt dir Ideen, Eingebungen, Innovationen. Das ist kreatives Potenzial, gerade auch mit Fische-Energie, wenn wir Menschen sind, die spirituell angebunden sind, die selber sich ihren eigenen Weg schon gefunden haben zu der Verbindung. Und da muss ich auch sagen, ich spreche immer von, ne, Bindung nach oben, aber das ist etwas, was du auch in dir hast. Also es geht vor allem die Verbindung zu dir, zu dem Göttlichen in dir zu erkennen, dass du aber auch das tun kannst. Und wie gesagt, kann herausfordernd sein, weil wir dieses Pluto-Quadrat haben, gewisse Transformation, Ängste überkommen, Wachstum, Transformation. Ja, die ich selber auch, ja, wo ich freudig entgegenblicke, weil ich weiß, es wird Veränderungen bringen, es wird Wachstum bringen und das heißt auch, das ist für den einen oder anderen nicht ganz leicht, nicht ganz komfortabel, es kann zu dem Zeitpunkt auch Herausforderung sein, denn Wachstum ist nicht immer einfach, nicht leicht, gerade auch in fixer Qualität, die mögen nicht so gerne Veränderungen.
Wer hat Löwe, Sonne, Skorpion? Ich. Also, ich weiß, dass das Veränderungen bringen wird. Gerade auch wenn es persönliche Gradzahlen von dir betrifft, ist das ein Wendepunkt in deinem Leben. Und das kann wirklich nochmal auch über die Zeit hinaus dann rückblickend ein großer, ja, wie gesagt, ein Wendepunkt in deinem Leben darstellen. Und wir sollten die Veränderung willkommen heißen und das Potenzial auch bestmöglich nutzen. Deswegen teile ich jetzt auch mit dir persönlich, was du erwarten kannst mit deinem Tierkreiszeichen. Also schaust dir gerne für Sonne, Mond, Aszendent an, aber auch, wo du eben 21 Grad Stier hast, in welchem Haus. Zu beiden Themen habe ich auch schon Intro-Videos gemacht, wo du dich orientieren kannst, welche Vorhersage sollte ich am ehesten mir anschauen, also für Sonne, Mond oder Aszendent. Oder wie finde ich 21 Grad Stier in meinem Horoskop? Beides habe ich schon mal gemacht. Schau es dir gerne an, um dich ein wenig dran zu orientieren. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg für das, was kommen mag und auch ein offenes Herz für die Veränderungen, diese in deinem Leben willkommen zu heißen. Und fangen wir also mit den Tierkreiszeichen an. Wie immer in der Reihenfolge, beginnend mit dem Stier, beginnt mit dem Widder. Bist du ein Widder oder hast 21 Grad Stier im zweiten Haus, dann ist die Vorhersage jetzt für dich. Das heißt, Jupiter und Uranus kommen zusammen in deinem zweiten Haus. Da geht es um wirklich den physischen Besitz, den wir haben, also unser Geld, unsere Ressourcen, auch unsere Talente, die wir haben, wie wir unser Geld verdienen, also für was wir unser Geld ausgeben, also auch unsere Werte und auch was wir selber glauben, uns wert sind. Also wirklich Wachstumsmöglichkeiten in unserem Selbstwert, aber auch wirklich physisch in unseren Ressourcen. Das kann plötzlich kommen, also das ist eine plötzliche Wendung, das ist vor allem etwas, wo ich glaube, es geht viel darum, dass es auch eine Bestätigung ist von Dingen, an denen du bereits gearbeitet hast. Also finanzieller Wachstum ist vor allem bei euch im zweiten Haus möglich, also durch einen neuen Job oder auch durch ein Investment. Das ist etwas, wo ihr, glaube ich, auch schon seit 2023 doch sehr, sehr stark daran gearbeitet habt, eine neue Einnahmequelle zu etablieren, einen neuen Job. Und das heißt auch, hier sind Chancen, Möglichkeiten, die sich auch über die nächsten Monate ergeben können. Weil es geht ganz viel darum, dass ihr euch selber unterstützen wollt und das Universum bringt euch das. Also wirklich dieses Gefühl von, ich kann das, ein Fundament aufbauen. Da gibt es Unterstützung, die sich in Wachstum äußert. Also wirklich das Geld zu vermehren, finanziell sich auch stärker zu fühlen. Ich kann mir vorstellen, dass der Wendepunkt vielleicht auch erst so im Juli kommt. Das ist dann, wenn Mars, euer Herrscherplanet, in Konjunktion mit Uranus kommt. Also das ist schon plötzliche Wendung, die sich vielleicht auch im ersten Moment destabilisierend anfühlen kann, die aber auch gerade langzeitmäßig etwas euch bringen möchte. Also bereitet euch darauf vor, dass es an Zufluss oder Zuwachs geben kann, der manchmal aber auch sowas hat mit einer ganz starken Fluktuation. Also vielleicht ist es erstmal dieses, dass viel Geld weggeht und man das dann ausgeben muss und das sich reduzieren muss, aber es bringt Überraschungen. Und ich denke, dass grundsätzlich eine Jupiter-Uranus-Konjunktion im zweiten Haus sicherlich materiell auch was Gutes bringen kann. Für den Stier findet 21 Grad Jupiter-Uranus-Konjunktion im ersten Haus statt oder hast du eben dort 21 Grad stehen, dann ist das das Haus, wo es wirklich um dich geht. Das ist das Selbst, das ist die Identität, das ist der physische Körper, wie wir in die Welt gehen. Also all eyes on you, Taurus. Da geht es ganz viel natürlich um Wachstum, Jupiter-Energie, der möchte, dass ihr wächst, der möchte persönliches Wachstum bringen. Selbstoptimierung und viele von euch spüren gerade mit wirklich 21 Grad auf Sonne, Mond, Aszendent diesen ganz starken Druck, sich frei zu machen. Also es ist ein Freimachen von alten Mustern, von Limitationen, die dich zurückhalten. Und das heißt auch, vielleicht beziehst du das sehr stark auf dich, also auch physisch auf den Körper. Manche von euch verändern ihren Style, ihren physischen Körper. Manche von euch rebellieren auch ein wenig. Also hast du vielleicht 2 Grad Stier, dann hast du gerade auch das Pluto-Quadrat, was natürlich extreme Stärke hervorruft und auch Willensstärke, aber auch den Druck, dass sich was verändern muss, also tiefgreifend.
Also ich habe das Gefühl, dass die Jupiter-Uranus-Konjunktion vor allem eine neue Version von euch hervorbringen möchte. Das ist dieses Achte vor allem auf dich, auf deine Gesundheit, auf deine Nerven. Also es kann ganz viel Unruhe bringen. Erde dich. Hast du Anspannung in dir? Was sind deine Mechanismen, die dich wieder so zurückbringen, die die Ruhe bringen? Ich habe das Gefühl, dass diese Jupiter-Uranus-Konjunktion euch Möglichkeiten bringen möchte, Chancen bringt, auch I Ideen, neue Ideen, wirklich dieses sich neu ausdrücken zu dürfen, anders sich zu zeigen, vielleicht auch authentischer zu zeigen. Also dieses Realisieren, ich bin das und ich will nicht mehr das Alte sein. Also für euch ist es wirklich, hui, ein neues Ich und ja, auch großer Neubeginn mit vielen Möglichkeiten. Ja, lieber Zwilling, oder hast du auch, ja, für den Zwilling findet es im 12. Haus statt, aber auch 21 Grad Jupiter-Uranus-Konjunktion im 12. Haus. Da geht es vor allem um, ja, das Nicht-Sichtbare. Das ist ein Haus, da können wir nicht richtig reingucken. Da geht es um Transzendentalität, Spiritualität. Das ist so ein bisschen was, das regiert Krankenhäuser, aber auch so Meditationszentren, ferne Länder. Wirklich dieses, wo wir so für uns sind. Also es ist sowas wie dein Schlafzimmer, wo du deine Träume hast. Und manchmal stehen wir da aber auch uns selber so im Weg und uns ist das nicht bewusst. Also wo wir auch so Selbstsabotage irgendwie manchmal an den Tag legen, ohne dass wir es wirklich wissen, weil das unbewusste Energien sind, die uns lenken. Und das heißt auch, diese Konjunktion passiert nicht im Außen für dich, sondern wirklich im tiefen Inneren und kann für den einen oder anderen ja ein spirituelles Erwachen bringen. Er möchte euch vor allem Zeichen bringen. Ich denke, der bringt euch Visionen, Träume, Eingebungen, verbindet euch damit. Vielleicht ist es auch ein gewisses Ende, was damit einhergeht. Das sind aber Veränderungen, die vor allem innerlich stattfinden. Also bei euch geht es wirklich darum, vielleicht eine gewisse Phase zu beenden, vielleicht ist es eine Beziehung, vielleicht ist es auch ein Karriereweg, weil Jupiter, der regiert euer siebtes und zehntes Haus. Und ja, diese Neubeginne, wenn Jupiter dann auch in den Zwilling kommt im Juni, stehen ja kurz bevor. Also ja, ich denke, für euch ist es wichtig, zu dieser Konjunktion einfach sich fernab zu begeben, gar nicht wirklich jetzt groß am Fernseher hängen oder am Handy, das lieber ausmachen, den Schlaf priorisieren, schauen, was dort kommt, sich mit sich verbinden in Meditation oder in Natur. Das glaube ich, da kannst du das Beste aus dieser Jupiter-Uranus-Konjunktion mitnehmen. Dann, für den Krebs findet die Jupiter-Uranus-Konjunktion im 11. Haus statt oder hast du eben 21 Grad Jupiter-Uranus im 11. Haus stehen. Dann geht es um, ja, da geht es um soziale Gruppen. Da geht es um unser Netzwerk, unsere Freunde, die wir haben, aber auch unsere Träume, Ziele für die Zukunft. Und bei euch ist ja auch gerade so, lieber Krebs, alles im oberen Bereich des Horoskops und ihr merkt, große Veränderungen. Viele von euch gehen einen neuen Lebensweg, neuen Karriereweg. Der nördliche Mondknoten ist im Widder im 10. Haus und das ist ein ganz starker Fokus, wo ihr ja gerade so ein bisschen gepusht wird, Führung zu übernehmen. Und was zeitgleich eben mit passieren kann mit dieser Jupiter-Uranus-Konjunktion, ist eben die Veränderung eurer Ziele, Träume, Visionen, aber auch ein Wachstum davon. Also es kann sich auch, einige Träume können wahr werden, einige Ziele können sich auch manifestieren. Und ich denke aber auch, euer Freundeskreis, der verändert sich gerade. Es gibt Chancen, sich vielleicht auch mit neuen Gleichgesinnten zu verbinden. Das ist etwas, Jupiter, Uranus, also Uranus fühlt sich sehr wohl im 11. Haus. Da sind Leute, die sind anders, da sind Leute, die interessieren sich für Astrologie, für Tarot, das sind Gruppen und ja, lieber Krebs, da kommen ganz viele Menschen für euch. Da kommen Leute, die sind anders und ihr bekommt die Möglichkeit, euch damit zu verbinden. Ich glaube, andere sind euch großzügig gestimmt. Das ist Jupiter, die wollen euch was geben, die wollen euch unterstützen. Vielleicht, ja, ich denke, einige von euch schließen sich einer Gruppe an. Ob es eine Online-Gruppe ist, ob es eine Astrologie-Gruppe ist, eine Lerngruppe. Vielleicht lernt ihr auch was über Stier, Ernährung, Gesundheit. Garten, Erden. Ja, vielleicht lernst du auch was über Geld, über Ressourcen, über Reichtum und was es wirklich sich, wie es sich anfühlt, reich zu sein. Oder vielleicht, ja, verändern sich auch deine Ziele bezüglich dessen. Wie möchte ich mich eigentlich sicher und stabil fühlen, lieber Krebs? Und das sind Langzeitziele, die vom Universum auch sich sozusagen schon bestätigen wollen, auch innerhalb dieses Jahres. Und ich glaube, es ist sehr, sehr bedeutsame Zeit für die Menschen,
die in dein Leben kommen, Freunde, neue Kontakte, Möglichkeiten, Einladungen, sich zu verbinden. Und das ist, bringt viele Wachstumschancen für euch, Krebs, meine ich. Dann, lieber Löwe, das ist, dass die Jupiter-Uranus-Konjunktion in deinem 10. Haus stattfindet. Oder eben auch hast du 21 Grad Stier-Energie im 10. Haus. Dann ist diese Vorhersage für dich. Für den lieben Löwen ist das eine fixe Energie. Das ist ein fixes Tierkreiszeichen. Das heißt auch, das steht im Quadrat. So Anspannung. Warum lache ich? Weil ich Löwe bin. Und was bin ich? 22 Grad Löwe. Es findet in eurem Karrierehaus statt. Also das 10. Haus, das ist das der Öffentlichkeit, das ist euer Status, Reputation, wie du im Außen gesehen wirst. Also es ist manchmal nicht immer der klassische Karriereweg, aber auch euer Lebenswerk. Also selbst manche Menschen sind streben nie eine professionelle Karriere an, aber sind verpflichtet ihrer Mutter oder der Familie oder für, ja, wie kann man es sagen, Charity. Das ist egal, für was man sich auch immer verpflichtet und sein Lebenswerk hinterlassen will. Da gibt es große Veränderungen, die können plötzlich kommen, plötzliche Chancen, plötzliche Verbindungen. Die Menschen werden euch anders sehen. Ob das dein Partner ist, ob das deine Klienten sind, das ist so ein bisschen dieses, einige von euch nehmen eine neue Position ein, manche von euch haben vielleicht eine Beförderung, manche von euch verändern ihren Status. Das heißt, wie ihr gesehen wurdet bislang, das möchtet ihr durchbrechen. Und für manche ist das dieses, ich habe jetzt einen neuen Businesspartner, das ist die neue Kooperation, deswegen beeinflusst das euren Status. Oder die einigen lassen sich scheiden und aufgrund dessen haben sie einen anderen Status. Also ihr durchbrecht dort etwas. Und das ist immer Quadrat, also 10. Haus, das kommt halt mit Herausforderungen. Das ist genau das. Also eine Karriere, das ist nicht leicht, sondern das fordert von uns etwas. Und für euch ist das so dieses, ja, einfach weil wir dieses Pluto-Quadrat haben in eurem 7. Haus, ist das was, ja, die Menschen, die Beziehungen, die ihr habt, achtet darauf. Mit wem partnert ihr? Wer ist das? Es ist öffentlich für euch. Es beeinflusst euch, euer professionelles Leben oder eben auch privat. Beides kann sich beeinflussen. Ich bin gespannt. Lass mich gerne wissen, wie du das gerade wahrnimmst, lieber Löwe. So, dann Jungfrau. Bist du eine Jungfrau oder hast du 21 Grad Stier im 9. Haus? Dann ist die Vorhersage für dich. Das heißt, für alle Jungfrauen 18 bis 24 Grad, dann erlebst du gerade einen Trigon mit dieser Jupiter-Uranus-Konjunktion, also Erde, harmonischer Einfluss, Unterstützung. Und mein Eindruck ist, dass viele Jungfrauen gerade diese Veränderung selber hervorrufen und wirklich ein Wachstum bekommen in dem, was sie lernen gerade über die Welt, über das, woran sie glauben. Also ihr lernt ganz viel und das gibt euch ein neues Gefühl von, ja, von einem Weltbild. Das ist das 9. Haus, da geht es um Philosophien, das Reisen und ein höheres Wissen. Und Jupiter, der fühlt sich da ganz, ganz wohl, der möchte dort wachsen, der möchte sich sicher fühlen und der, ja, der bringt euch Neues. Und euer 7. Haus ist ja auch gerade voll. Und dieser Jupiter-Saturn-Tanz, der findet ja gerade ganz viel statt. Also Menschen. Ja, vielleicht gibt es eine ganz besondere Verbindung zu einem Mentor, der euch etwas Neues lehrt, der euch was Neues bringt. Das ist ein lebensverändernder Zeitpunkt in eurem Leben, wo ich glaube, dass etwas, was ihr lernt, euch helfen kann, einen Durchbruch zu erleben. Also es ist dieses, damit du mehr machen kannst, damit du mehr arbeiten kannst, eure Verbindung zur Arbeit, zur Routine, zum Alltag, zur Gesundheit, einfach weil Pluto in eurem 6. Haus jetzt steht und zu dieser Jupiter-Uranus-Konjunktion erstmalig eben im Quadrat zur Sonne steht. Viele von euch verändern da was. Also ich weiß nicht, ob es eine Beziehung ist, die euch unterstützt oder eine Beziehung, die euch bislang limitiert und ihr das Gefühl habt, dass ihr dann ausbrechen wollt und reisen wollt oder was Neues lernen wollt. Aber das ist ja auch alleine durch die Eklipsen passiert ja gerade ganz viel Heilung auch für euch. Also ich habe das Gefühl,
Ihr lernt etwas, damit ihr besser arbeiten könnt oder damit ihr besser in eurer Routine oder Alltag durchgehen könnt. Und vielleicht ist es auch eben ja ein neuer Bildungsweg, der sich gerade manifestiert oder ihr beendet den oder vielleicht ist es auch Astrologie, die in euer Leben gekommen ist und euch geholfen hat und gesagt hat, ey, sei mal nicht so streng mit dir und du darfst dich auch um dich kümmern, weil es geht immer um die anderen. Aber Selfcare ist auch ganz wichtig für dich. Ja, machen wir weiter mit der Waage. Die Jupiter-Uranus-Konjunktion findet im 8. Haus statt. Oder eben auch hast du 21 Grad Stier im 8. Haus. Dann ist die Vorhersage für dich. Und hier geht es vor allem ja um ein finanzielles Haus. Also es hat eine Skorpionenergie. Es geht also um, ja, um Transformation und auch Ressourcen. Da, wo wir das Geld mit anderen verbinden, wo wir uns mit anderen quasi zusammentun. Da gibt es nicht so viel Grenzen. Und das heißt auch, es kann natürlich einerseits, wenn du in einer Beziehung bist oder in einer beruflichen Verbindung bist und vereinte Ressourcen hast, kann das dies vor allem beeinflussen. Also Jupiter macht groß, der möchte vor allem im Stier etwas bringen. Für einige Wagen gibt es eine finanzielle Auszahlung, also ein Geldfluss. Das kann sich durch ein Erbe manifestieren. Das kann sich durch eine Steuerrückzahlung manifestieren. Das kann sich dadurch manifestieren, dass dein Partner zum Beispiel irgendwie Geld hat. Das ist eine Überraschung plötzlich. Ich sehe das 8. Haus aber auch gerne, vor allem weil es ein transformatives Haus ist, auf psychologischer Ebene Heilung, mögliche Heilung. Vor allem psychologisch Veränderungen bezüglich der Themen von Intimität und auch Vertrauen, der Verletzbarkeit und der emotionalen Sicherheit, die ihr findet. Also tiefgreifende Veränderungen, die gerade möglich sind, die ganz viel Potenzial bringen für Wachstum und für Neuerungen. Also wie du lernst, wie du in den Alltag gehst. Das ist ein Durchbruch von Heilung, von vielleicht auch langjährigen Trauma, die euch verbinden haben. Und Uranus ist manchmal auch, ja, Uranus ist ja so ein andersartiger Planet, der bringt manchmal plötzliche Eingebungen. Das ist so dieses, ach, ich weiß jetzt, was es ist. Vielleicht ist es auch eben die finanzielle Auszahlung von, ihr hattet ein Investment und das zahlt sich jetzt aus. Also sicherlich kann es sich als finanzieller Wachstum ausgeben. Hängt natürlich auch nochmal von persönlichen Planeten ab und persönlichen Transiten im Horoskop. Aber da kommt etwas durch andere. Und es kann auch überraschend sein, es kann auch plötzlich sein, aber ich denke, grundsätzlich ist es was, was sich auch über die Monate hinaus als sehr positiv zeigen wird. Bist du ein Skorpion oder hast 21 Grad Stier im 7. Haus stehen, dann ist diese Vorhersage für dich. Das ist das Beziehungshaus, also ein Partnerhaus. Da haben wir Partnerschaften. Klar, einerseits den Ehepartner, den festen Partner, aber auch den beruflichen Partner. Da haben wir unsere Klienten, da haben wir auch den Therapeuten. Und da gibt es große Veränderungen und Wachstumsmöglichkeiten. Uranus bringt Neubeginne, Veränderungen plötzlich zu einer auf der Beziehungsebene. Das heißt, es kann einen plötzlichen Neuanfang bringen, es kann auch ein plötzliches Ende bringen, das Ende von einer alten Beziehung, weil er möchte vor allem Befreiung. Es ist also ein neues Gleichgewicht, was erstmal durch eine Destabilisierung auch stattfinden kann auf der Partnerschaftsebene. Also es geht um dem Haus, um Balance und Kooperation und Jupiter, der bringt vor allem Glück, Wachstum. Der kann immer jemanden in dein Leben bringen. Wenn du also Single bist als Skorpion, kann das unerwartet jemanden sein, den du triffst. Uranus, das ist halt der Regent deines 4. Hauses. Deswegen habe ich ja schon spekuliert, wer kommt da? Wer kommt da und verändert was in deinem Zuhause? Oder ist das aufgrund der Veränderungen in deinem Zuhause, dass sich deine Beziehung verändert? Also es ist ein Wechselspiel zwischen deinem 4. und 7. Haus. Und entweder ist es, dass deine Familie sich verändert oder die Beziehung zu jemandem. Also vielleicht ist es dieser nächste Schritt auf der Beziehungsebene. Du triffst jemanden und ihr wollt zusammenziehen. Oder es ist etwas aus der Vergangenheit. Jemand aus der Vergangenheit kommt und bringt Unruhe auf deine Beziehungsebene. Ja, ich glaube, für einige Skorpione ist es bereits was, dass da plötzlich jemand ist. Das kann sich wie ein Hauptgewinn anfühlen. Das ist dein Seelenpartner. Es kann sehr schnell, sehr plötzlich gehen.
Jupiter regiert dein fünftes Haus. Das ist das Haus, wo wir uns verlieben. Das ist das Fun-Haus, Dating, Kinder, Wachstum. Ja, vielleicht ist es vor allem persönliches Wachstum durch eine Beziehung. Es kann sehr schnell passieren. Und auch da würde ich nochmal aber gucken, was passiert so im Juli. Mars wird auch nochmal in Kontakt mit Uranus kommen und das ist dein Herrscherplanet. Also kann nochmal so ein bisschen Unruhe bringen, plötzliche Wendung. Du solltest also genau gucken, wer ist das da, wer das kommt. Ich glaube nicht, dass es nicht heißt, dass es nicht funktioniert, aber bist du ein Single, dann achte darauf, welche Menschen zu dir kommen oder auch welche Veränderungen auf deiner Beziehungsebene sich sozusagen durch diese Konjunktion bereit machen. Teil's gerne mit uns. Ich bin auch selber gespannt, was das bringen kann. Dann Schütze. Da bist du ein Schütze oder hast du 21 Grad Stier im sechsten Haus stehen, dann ist diese Vorhersage für dich. Es geht um Gesundheit, Alltag, unsere täglichen Routinen und Verhaltensmuster. Und die Konjunktion von Jupiter, das bist du, das heißt, du triffst auf Uranus in deinem dritten, sechsten Haus. Das heißt, Möglichkeiten, dort was zu verändern bezüglich deiner Gesundheit, deiner alltäglichen Verhaltensweisen, Routinen. Ja, es ist so ein bisschen dieses Veränderung vornehmen in deinem Job. Ich habe ja auch gesagt, bei euch geht es viel darum, dass ihr das Gefühl hattet, ah, das war zu viel und es muss ein besseres Gleichgewicht kommen. Also ihr lernt ja auch irgendwas Neues, vielleicht bezüglich Produktivität, bezüglich Routinen, bezüglich einer neuen Ernährung oder einem neuen Workout-Regime. Und das ist auch was, das kann vielleicht auch technisch für euch unterstützt sein. Vielleicht habt ihr jetzt eine neue App und die hilft euch, sich besser zu organisieren oder eure Kalorien zu tracken. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist das auch einfach technische Neuerungen auf deinem Arbeitsplatz. Vielleicht ist es auch sozusagen, dass du plötzlich ein anderes Büro hast oder irgendwie ein bisschen versetzt wirst und das sich aber als gut darstellt und als etwas, wovon du lernst. Ja, achte auf dich, dass du vor allem Pausen einlegst. Ich glaube, da geht es ja viel darum, so ein besseres Gleichgewicht zu finden für euch, Schütze. Kann ein großer Wendepunkt bringen für euch. Vielleicht ist es ja auch, wir haben ja noch Saturn im vierten Haus. Irgendwie ist es so ein bisschen dieses, ändert ihr irgendwas? Ändert ihr was in eurem Haus, damit ihr mehr Platz dafür habt, damit ihr eine bessere Routine euch entwickeln könnt, damit ihr vielleicht von zu Hause meditieren könnt? Oder vielleicht auch von zu Hause Sport machen könnt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein neues Büro in eurem Zuhause. Mal gucken. Also es geht wirklich um physische und mentale Gesundheit. Das ist so das, was ich dachte. Pluto ist in eurem dritten Haus. Und ich glaube, es geht viel bei euch um die mentale Gesundheit. Und dieses, dass ihr bislang vielleicht auch gewisse Dinge, ja, so ein bisschen übergangen habt oder ignoriert habt. Und da gibt es jetzt so einen Wendepunkt, vielleicht zu erkennen, okay, das, was ich konsumiere, tut mir nicht gut. Vielleicht auch technisch. Also vielleicht ist es auch dieses, was ich mir anschaue, wie viel Fernsehen ich gucke, oder eben auch das, was ich esse. Also es kann, ne, es kann auch Gedanken sein, die ich habe, Glaubenssätze, die ich habe, die transformiert werden möchten. Und eine gewisse Veränderung in grundlegendem Alltag kann sich sehr, sehr, sehr gut für euch ausdrücken. Also vor allem Wendungen bringen, die sehr positiv sind. Dann Steinbock. Für euch findet Jupiter-Uranus-Konjunktion im fünften Haus statt. Das ist ein Fun-Haus, ja. Das ist wild. wild, wild, wild. Das ist im Trigon zu eurem Tierkreiszeichen. Also hast du 18 bis 24 Grad. Dann ist das was sehr harmonisch, unterstützend und du bringst viele Veränderungen, plötzliche Veränderungen. Im fünften Haus oder hast du eben auch 21 Grad Stier im fünften Haus, dann gilt diese Vorhersage auch für dich. Es geht um Ausdruck, Selbstausdruck, Kreativität, Fun, Daten, Kinder. Das kann sich sehr positiv für euch ausdrücken. Also, dass ihr es schafft, euch authentischer zu zeigen, neue kreative Projekte startet oder ein kreatives Projekt fruchtet oder es gibt die Inspiration oder die Idee. Das ist was, was, finde ich, an sich sehr viel Spaß machen kann, weil es bringt ja plötzlich Aufregung und Wendungen. Also vielleicht ist es. Also für einige hatte ich das Gefühl, ihr konzentriert euch ja gerade mehr darauf, was euch gut tut. Und diese Jupiter-Uranus-Konjunktion kann euch ja wirklich was bringen, was ein neues Hobby ist, was sich für euch richtig gut anfühlt. Und vielleicht ist es jetzt was, wo ihr was Neues angeht, wo es eine neue Idee ist, wo ihr was Neues startet, was sich vielleicht auch wirklich finanziell später für euch auszahlen kann. Also Uranus-Energie, das ist der Regent eures zweiten Haus, Geld, physisch, Ressourcen. Aber vielleicht ist es auch, dass ihr jemanden trefft
Also bist du in Steinbock und Single, gehst du wahrscheinlich daten und triffst ganz unterschiedliche Menschen, neue Menschen, die dir, ja, die dich vielleicht, ja, die dir, die dir neue Sichtweisen bringen, wo du vielleicht auch neue Werte entwickelst. Vielleicht ist es aber auch wirklich eher, dass es eine kreative Idee ist, die sich später auch finanziell auszahlen kann. Ja, für alle, die Kinder haben, vielleicht sind die Kinder ein bisschen rebellisch. Vielleicht sind es die Menschen, wenn du datest, Menschen, die sind anders, die sind auch ein bisschen rebellisch. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, dass ihr mehr Zeit und Fokus auf Reisen setzt, dass ihr euch mehr bewegen wollt. Vielleicht Kinder ist immer auch plötzliche Schwangerschaften. Könnte ich damit auch sehen. Es könnte unerwartet sein. Ich würde es vor allem, glaube ich, auf kreativer Ebene sehen, aber überleg, wie es für dich sich auch gerade anfühlt. Sind es gerade eher so finanzielle Fragen? Sind das eher so Herzensfragen? Sind das eher so Menschenfragen? Ein Funhouse, und es kann plötzliche Wendungen bringen, die wirklich aufregend sein können und eben vor allem sich auch sehr gut für euch auszahlen können. Achtet ein bisschen drauf, keine Glücksspiele. Das ist so ein bisschen, wir gehen hier zu große Risiken ein. Also achte auch so ein bisschen Rücksichtslosigkeit, gerade vielleicht bezüglich Daten. Wer weiß? Lass es uns gerne wissen, Steinbock. Wassermann. Ja, ihr seid so einer derjenigen oder diejenigen, wo ich denke, das bringt ganz, ganz große Veränderungen mit dem Stier zusammen. Einfach weil Uranus, das ist euer Herrscherplanet, Jupiter macht's groß und es findet in eurem vierten Haus statt. Also hast du 21 Grad Stier im vierten Haus stehen. Das ist so der tiefste Punkt im Horoskop. Das ist sehr privat. Das ist unser Zuhause, das ist unsere Familie, unsere Wurzeln. Wassermann Uranus, das ist dein Herrscher. Und wenn der zusammenkommt mit Jupiter, möchte der wirklich was bringen: Stabilität, Wachstum. Und dadurch, dass wir jetzt diese Sonne Quadrat Pluto haben, ist das ja, ihr seid in einer transformativen Phase. Und mein Gefühl ist ja die ganze Zeit, dass ihr vielleicht ein neues Zuhause findet. Dass ihr ein neues Gefühl für Zuhause findet oder auch ein neues Zuhause sucht und ein neues, dass die Stabilität und Sicherheit im Inneren etwas ist, was ihr findet, was eben auch eine gewisse Transformation von euch bedarf. Also es sind große Veränderungen in eurer Häuslichkeit, manchmal ist es ja auch indirekt, Veränderungen in der Familie, gute Neuigkeiten in der Familie, die bringen Wachstum oder Veränderungen. Aber es ist auch dieses, ich möchte umziehen, ich möchte renovieren. Vielleicht ist es jemand, der auch in dein Haus kommt und dir Gutes bringt. Vielleicht sind es Freunde oder ihr findet auch eben ein Haus. Ihr findet einen neuen Ort, wo ihr sein wollt. Vielleicht ist es auch, wollt ihr eher in einer Community leben? Wassermann, kann ich mir auch gut vorstellen. Das sind Leute, die Gleichgesinnte sind. Aber es bedarf halt eine gewisse Veränderungen bezüglich der Familie, dem, wie ihr der Familie gegenübersteht oder auch dem Leben. Ich habe ja das Gefühl, ihr müsst euch gerade komplett neu definieren und neu ausrichten im Leben. Und da gehört einfach auch die Wurzeln dazu. Und das heißt, ihr baut gerade von Grund auf. Und das ist was, was sich teils destabilisierend anfühlen kann. Letzten Endes, Uranus-Energie sollte euch nicht zu fern sein, auch wenn auch ihr ein fixes Tierkreiszeichen seid und gewissen Veränderungen nicht so gerne entgegenseht, ist es doch etwas, was ihr immer wieder braucht. Und ja, das ist sowas, schon so ein Meilenstein oder Wendepunkt in eurem Leben, der da vielleicht auch gerade stattfindet. Ja? Lasst es uns gerne wissen. Und zuletzt, liebe Fische, du hast diese Konjunktion im dritten Haus oder vielleicht hast du auch 21 Grad Stier im dritten Haus, dann ist diese Vorhersage für dich. Das ist das Haus, was wir mit Kommunikation assoziieren. Also es geht für dich ums Lernen, um deinen Geist, um deine Glaubenssätze, um dein nahes Umfeld, also auch manchmal sind es einfach nur Transportmittel wie unser Auto, unsere technischen Geräte, aber auch die Beziehung, die wir eben zum nahen Umfeld wie Geschwistern oder nahen Verwandten haben. Und dort geht es um Veränderungen, plötzliche Wendungen, Wachstum, Erfahrungen, die du machen kannst. Wo ich das Gefühl habe, Jupiter, das ist dein Herrscherplanet, zumindest in der traditionellen Astrologie, also dein Co-Herrscher. Und der kommt zusammen mit Uranus. Und Uranus herrscht ein zwölftes Haus. Das ist das der Spiritualität und des Unterbewusstseins. Und für mich ist das, ihr seid ja wirklich in einem Prozess, wo ihr gerade Träume realisieren müsst, wozu auch eine Portion Realisation dazugehört, also Realismus. Aber diese Konjunktion kann euch wirklich nochmal Inspiration bringen.
Das möchte euch intellektuelles und spirituelles Wachstum bringen. Das ist mein Feeling. Also die einen oder anderen können sich so ein bisschen rastlos fühlen, die können sich so ein bisschen unruhig auch fühlen mit dieser Konjunktion. Also vielleicht habt ihr auch das Gefühl, ich kann mich nicht so konzentrieren, das ist alles so ungeordnet. Und das heißt auch, vielleicht muss der eine oder andere von euch einfach die Screentime reduzieren. Das Handy. Nicht abends neben dem Kopf und noch 3 Stunden beim Schlafen so vorm Handy gucken oder ewig die Lieblingsserie gucken, Fernsehen. Ich glaube, es ist was, klar, es können, ich glaube, es können Inspirationen und Ideen kommen, aber ihr müsst sozusagen auch den Geist dafür haben. Und bei euch geht es ja auch viel darum, gewisse Grenzen zu setzen in Verhaltensmustern, die vor allem wirklich auch bedeuten, dass ihr manchmal Nein sagen müsst. Ob es zu anderen Menschen ist oder auch zu euch selbst, dass gewisse Sachen einfach nicht mehr euch gut tun. Deswegen diese Konjunktion hilft euch vor allem, glaube ich, was Neues zu lernen, einen neuen Fokus zu haben. Und ihr müsst aber auch den Raum dafür haben. Also einerseits braucht ihr einen Ausgleich, gerade physisch, körperlich. Erdet euch, geht raus, geht spazieren, fahrt Fahrrad, journalt. Ich hoffe, wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr jetzt noch kein Tagebuch schreibt oder dieses Journal, ein Dankbarkeitsbuch, fangt das an. Wenn ihr was Neues lernen wollt, sehr Potenzial, ein großes Potenzial ist da. Vielleicht ist der eine oder andere schon dabei, etwas Neues zu lernen, einen neuen Skill, eine neue Fähigkeit für einen neuen Job oder damit man etwas, ja, damit man was aufbauen kann. Einige von euch wollen vielleicht einen Podcast starten oder einen YouTube-Kanal oder eine neue Sprache lernen und ihr nutzt das Internet oder technische Geräte. Das kann sich sehr positiv für euch ausdrücken, finanziell auch. Und ich glaube, vielleicht ist es auch Astrologie, irgendwas Spirituelles. Vielleicht ist es Tarot, lernt ihr was davon? Vielleicht ist es auch dieses, dass einige von euch anfangen zu channeln, also hell zu sehen, als Medium zu arbeiten. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil es geht darum, dass eure Kommunikation euch verändert und euer Geist. Und ihr seid ja diejenigen, die sehr sensibel sind, die auch sicherlich diese Veränderungen, die großen Veränderungen, die gerade stattfinden, auch schon sehr wahrnehmen. Deswegen habe ich gesagt, achtet auf euch, euren physischen Körper, eure physische Gesundheit, mentale Gesundheit, was ihr konsumiert, um wirklich offen zu sein für das, was das Universum euch gerade an Unterstützung auch gibt. Ne? Also neu zu kommunizieren, anders zu kommunizieren, authentischer vielleicht auch zu kommunizieren. Ja, lasst es mich gerne wissen, teilt es mit uns. Also wenn du jetzt bis zum Ende geguckt hast, vielleicht nicht nur meine lieben Fische, sondern auch die anderen, hoffe ich, dass diese Vorhersage dir ein wenig Richtung gibt für das, was kommen mag. Wenn du noch mehr interessiert bist, was das gesamte Jahr für dich bringen mag und du da noch nicht geguckt hast, die Jahresvorhersage für jedes einzelne Tierkreiszeichen ist aktuell reduziert. Also schau gerne auf meiner Website nach. Oder vielleicht gibt es auch noch einen freien Termin für ein persönliches Reading mit mir. Dann kannst du den vergünstigsten Code von Dankeschön 30 annehmen und eingeben und Rabatt kriegen, wenn du ein persönliches Reading mit mir buchst. Dann können wir auf dein persönliches Horoskop sprechen, wirklich gucken, was gibt es da gerade, was vielleicht auch ansteht, was möchten die Energien, beziehungsweise was möchte deine Seele? Wir alle wollen wachsen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, alles ist gerade so ein bisschen herausfordernd, dann wisse, dass du darum gebeten hast. Du hast darum gebeten, dass du mehr möchtest, dass du mehr vom Leben möchtest. Und Jupiter, Uranus in Stier, die wollen dir mehr geben. Und das kann manchmal im ersten Moment ein bisschen überfordernd sein. Wachstum ist nicht immer leicht. Es kann auch ein bisschen Unruhe bringen, Destabilisierung. Aber das ist so ein bisschen dieses, ja, manchmal müssen wir auch an dem Baum wackeln, damit die Äpfel runterfallen. Keine Ahnung. Ja, also viel, viel Erfolg, alles, alles Liebe für diese Konjunktion und auch für den April. Ich bin auch gespannt, was so ein bisschen bei rumkommt und wir sehen uns beim nächsten Mal.